das Rennen auf dem berüchtigten Circuit de Monaco. Die Fahrer müssen heute in Bestform sein, wenn sie diese Strecke als Sieger bezwingen wollen. Genau. Ja. Die Strecke in Monaco weist die geringste Durchschnittsgeschwindigkeit der Saison auf. Und bei den heutigen Bedingungen dürfen wir uns wahrscheinlich sogar auf noch niedrigere Geschwindigkeiten einstellen. Diese berühmte 3,22 Kilometer lange Strecke besitzt 19 Kurven. Und bei all dem Regen, der heute auf die Fahrer niederprasselt, wird es noch schwieriger werden als sonst, sich von den Leitplanken fernzuhalten. Es würde mich also nicht überraschen, wenn wir heute den einen oder anderen Einsatz des Safety Cars erleben werden. Heute wird es für die Fahrer nicht ganz reibungslos ablaufen, doch wenn ich mir das Wetter so ansehe, dann könnte wie geschmiert ganz gut hinkommen. Stefan Römer, schön, dass du wieder dabei bist. Was denkst du? Es ist doch etwas feucht, meinst du nicht? Als Fahrer gibt es drei Dinge, um die man sich bei solchen Bedingungen Sorgen macht. Pfützen auf der Strecke, Reifentemperatur und Sichtverhältnisse. Es ist schwierig, die Distanz zu anderen Autos einzuschätzen. Boah, das wenn man Hamilton, was da, das geht auch im Spiel. Es sind nur noch wenige Minuten. Bottas vor Verstappen und Hamilton, das geht auch nur im Spiel. Daniel Ricciardo startet heute von der Pole. Vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt: Perez, Hamilton, Valtteri Bottas und Norris, Leclerc, Stroll, Sainz und Fernando Alonso. Ocon, Mick Schumacher, der Goldjunge und Mazepin. Da muss immer eine Strafe drin sein. Raikkonen, Antonio Giovinazzi und George Russell. Richter und Sebastian Vettel startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Da muss Vettel tatsächlich eine Strafe bekommen haben. Also du kannst eigentlich durchfahren. Vettel startet hinter dir. Ja, ja. 13 und 19 am Ende sind es. Ja, das kann nur besser werden. Mal gucken, wie weit es diesmal geht. Schafft mal die 90, ich glaube 20 Runden sind ins Finale. So, na dann gucken wir mal. Vollwetter. Krass. Geil, das kann schon. Oh Gott, Alter. Und dann auch mal Schlag. Na gut, mal gucken. Ich bin gerade beim Start losgefahren. Ich habe übelstes Wheelspin gehabt. Wir kamen so das Heck gerade. Das kann nur. Ach du Scheiße, ey. Ich meine, das ist das schwerste, eines der schwersten Rennen der Saison. Und dann hast du doch noch. Da hast du Starkregen. Ich wäre gerade fast voll Mick reingefahren, weil ich nicht. Ich bin in Russell reingerutscht. Was machen die hier? Was hier los? Leute, wollt ihr nicht fahren? Alle keinen Bock mehr, oder? Das wird am Start ziemlich witzig, wenn sie sich da alle da reindrücken. Ja, das wird das übelsten Rückstau geben. Da kannst du vielleicht ein, zwei Positionen gut machen. Vor allem, ich bin am Start direkt zwischen, also ich bin im Haas-Sandwich. Mick vor mir und Matze Spin hinter mir. Waren bei dir auch gerade irgendwie alle geghostet? Ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich stehe schon am Start mit dem Wasser. Ich bin im Wasser gerutscht. Boah, ich kam übelst. Ich wollte die Pfützen. Ja, wir haben viel stehendes Wasser hier. Gerade am Swimmingpool hier. Es war auf jeden Fall ein Fehler, auf trockenes Setup zu gehen. Ich hätte das nasse Setup wählen sollen. Ich habe auf Intermediate-Wetter gerofft. Aber jetzt mal ehrlich, wie viel Unterschied macht denn hier in Monaco das nass und das trockene Setup? Ich glaube, ziemlich genug. Nee, oh, Alter, Kev, du hast gerade wieder diesen Rausch bei deinem Mikrofon. Immer noch? Ja.
Immer noch? Ja, vorne. Ja, ja. Jetzt? Ja? Nee, jetzt ist weg. Jetzt okay. Ist weg. Ich sehe einfach geil, meinen... du hast... Du, mein Kontrollenkrad ist ja ausgegangen und ich werde quasi direkt in den Wasser gespawnt und Flügelschaden. Oder hinter Wasser gespawnt. Ich konnte gar nicht mehr reagieren. Oh, geht schon wieder gut los, ey. Oh. Ich darf direkt in die Box. Giovinazzi wollte sich da gerade an mir vorbeiquetschen. Naja, das war schon. Mein Rennen ist gelaufen. Das wird der letzte Platz werden, vielleicht, wahrscheinlich. Wenn ich immer nur ein Safety Car kommt. Check your MFD for a new strategy option. Ich muss aber auch irgendwas haben, weil hier die Leute sich alle an mir haben. Weißt du, ich fahre leichter die Curbs ran, ich kürze noch nicht mehr ab und kriege eine 3 Sekunden Strafe. Race Control aren't happy with your creative interpretation of track limits. They've given you a 3 second time penalty. Flügelschaden weg, weil Vettel mich noch in die Wand drückt. Das war's. Ich hab 3 Sekunden bekommen. Mein Rennen ist eh gelaufen. Ich bin letzter. Ich hab nochmal 3 Sekunden. Ich krieg gerade für jedes Cut eine 3 Sekunden Strafe. Also du kriegst 3 Sekunden Strafe. Der haut das Spiel den Flügel weg. Kriegst du 3 Sekunden Strafe wegen Corner Cutting angeblich. Der haut Vettel komplett den Rest vom Flügel weg. Kriegst nochmal 3 Sekunden und kriegst das wahrscheinlich. Und stehst du mit 6 Sekunden als letzter da, also dieser letzter Platz wird es auf jeden Fall werden. Ich werde die 20 Runden auch nicht zu Ende fahren. Bin mir ziemlich sicher. Ich hab dir ja gesagt, das wird bestimmt eine kurze Aufnahme. Ja, ist halt jetzt so, das ärgert mich gerade so ein bisschen. Vor allen Dingen für 2x3 Sekunden für eigentlich gar nichts. Weil ich wollte mich in der Löse am Viertel vorbei und an Russell vorbei drücken, hat's eigentlich schon geschafft. Du kriegst ja 3 Sekunden, weil du da leicht an die Curbs ranfährst, weißt du? Weil sich schon wieder einer an mir vorbeiquetschen hier. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Ja, roter Flügel. Oh, der Tiffy dreht sich von mir weg. Hat Schaden. Mhm. Ich meine, gut, dass die KI auch mal Fehler einbaut. Ricciardo, Mr. Monaco mit der beflutten Rennen. Wo hat sich der Dings weggedreht? Der Hafenschikane. Hafenschikane, okay. Weil der mir gerade meldet wegen Trümmerteilen. Ja, aber sie wollen wohl keinen Safety Car machen. Ja, das wäre das Einzige, was mir jetzt. Also, was jetzt mir den Arsch retten würde. Ich habe 6 Sekunden Zeitstrafe. Das wird in Monaco nicht änderbar. Nicht viel ändern. Ich müsste übelst aufholen und übelst Gas geben können. Zeit ist, wird zeitnah trocken, dann wäre es vielleicht was anderes. Latifi und Vettel hinter mir in der Box, Latifi 5 Sekunden Strafe. Zu schnell in der Box wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Vettel, den kriege ich jetzt noch und Latifi auch. Latifi steht. Ah ne, da steht die 5 Sekunden. Ich habe es jetzt beide wieder, ich habe jetzt Vettel und Latifi kassiert. Du hast auch, ne, ich habe 6 Sekunden. Vettel in der Box, auf jeden Fall, der muss auf jeden Fall erwarten. Also ich bin jetzt wieder 18. Ich habe 6 Sekunden Strafe, ich habe 2 Plätze gefunden. Oh. Flügel wieder weg. Aber random weggedreht. Eingangstunnel.
komplett weggedreht. Da kam mir so das Heck gerade. Ich darf jetzt wieder in die Box. Alter, geht das echt schon wieder so beschissen los gerade. Du kannst nichts machen, du bremst nur an leicht. Und die nächste 5. Ich hab eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Alter, ich wette, ich hab kompletten Flüge weg und muss abkürzen. Und krieg eine 5-Sekunden-Strafe wegen Abkürzen. Ach, Mann. Also, 8 Sekunden sind eingemeldet. Eigentlich sind alle Zeitstrafen ohne. Sind. Keine Ahnung. Sind alle irgendwie. Wieder gut los, ey. Das kommt das ganze Feld an mir vorbei. Ja, gut, die 5 Sekunden. Für mich alle sind alle Zeitstrafen irgendwie falsch. Ich kann für keine einzige eigentlich irgendwie was. Ich bin schon von den Haas überrundet. Und das nach 3 Runden. Stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Eigentlich war ich so optimistisch nach Bahrain. Ja. Du warst so optimistisch, dass du sogar die KI schon hochstellen wolltest. Ja, eigentlich war zu einfach, um wieder vorne in die Top 6 zu fahren, aber da kam der Schlag in Spanien und eigentlich absolut das verkorkste Ding hier in Monaco bisher. Nicht eine Runde im Training drehen können, im Qualifying war auch nicht viel besser. Und jetzt hast du die Scheiße im Rennen, wo ich schon 3 Boxenstopp hinter mir habe und nach 3 Runden schon überrundet bist. Bei denen sieht es auch nicht viel rosiger aus, ne? Ich verteidige mich gerade gegen Vettel. Hm. Ja, du hast eine 3-Sekunden-Strafe, das ist eh mehr oder weniger egal. Aber wenn ich schon hier hinten rund dumpeln muss, da kann ich doch wenigstens einen Spaß haben. Hm. Das stimmt wohl. Den habe ich gerade nicht. Du brauchst mir nicht erzählen, wie weit ich meinen Rückstand habe mittlerweile. Hm?
Vettel, Boxenstopp. Ja, wie gesagt, ich kämpfe hier eigentlich mehr oder weniger mit stumpfen Waffen. Also. Das fing ja schon an in der ersten Kurve. Dass mein Lenkrad ausgegangen ist und sagt, nö, den Flügelschaden, den hau ich dir rein. Und dann fing das an, war es eigentlich schon verloren. Wieder Flügelschaden. Ich habe keinen Bock mehr gerade. Vor allen Dingen auf der Stadt Zielgeraden kriegst du einen Flügelschaden. Das heißt, ich darf jetzt eine Runde ohne Flügel fahren. Ich verliere nach vorne auch nur Zeit. Es hat sich wohl noch einer weggedreht. Ja, ich habe gerade auch die Meldung gekriegt, irgendwo ist was passiert. Aber ja, wie gesagt, auf Stadt Zielgeraden in den Trümmerteil. Ich habe mir den kompletten Flügel weggehauen. Ich werde das Rennen jetzt auch aufgeben, weil es macht in meinen Augen keinen Sinn mehr. Weil wofür jetzt irgendwie nur fahren? Ich habe eine Runde Rückstand und wenn ich dann gleich aus der Box raus bin, habe ich 2 Runden Rückstand. Ich habe 7 Runden, 4 Boxenstops. Alles wegen scheiß Flügelschäden. Guck, dass du irgendwie durchhältst. Weil, wie gesagt, in meinen Augen bringt das gerade nichts mehr auf der Strecke zu sein. Ich gucke, dass ich das Auto zumindest heil in die Box kriege, noch irgendwie und nicht auf der Strecke weghaue. Jetzt kriegst du wahrscheinlich die nächste 5 Sekunden Strafe. Alter, ich fahre extra ganz langsam durch die Hafenschikane, nur weil ich keine Zeit gut mache. Ich habe einen kompletten Flügel weg und alles runter. Ich haut mir die nächste 5 Sekunden Strafe rein. Das macht, wie gesagt, in meinen Augen keinen Sinn mehr. Das Rennen ist eh verloren. Mein erster Ausfall. Ich verliere aber auch nur Zeit nach vorne und Latifi holt jede Runde nur auf. Also du hast auch noch die Zeitstrafe mit drin, ne? Naja, wie gesagt, ich habe es mir eigentlich selber zuzuschreiben. Okay. Du hättest ruhig weiterfahren können. Du hättest ruhig weiterfahren können, das Rennen. Ja, ich hatte jetzt auch wieder Flügelschaden in die Box. Ja, aber ich hatte 5. Was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen?
Jeder Fahrer muss sein Bestes naja, geben, ist halt so. Bedingungen zurechtzukommen. Und es war dies ist halt mal eine ganz kurze Folge. Sehen, dass sie sich an die Spitze kämpfen konnten. Er hat den Grip nicht verloren, immer Ideallinie gefunden und war dann wäre auch noch weitergefahren. Ich wusste, dass du auch sagst, du hast keinen Bock mehr. Wäre ich noch weitergefahren, zumindest das komplette Rennen zeigen zu können. Für mich war es eh aussichtslos, ich war letzter. Ja, aber das wäre jetzt bei mir nicht anders gewesen. Ich wäre jetzt in die Box gefahren, hätte Flügelschaden getauscht. Du wärst aber noch gefahren. Ich war auf Platz 17, Kev. Nimm mal hin. Naja. War schon krass, wie weit wir abgefallen sind von Bahrain. Muss doch irgendeine Erklärung haben. Ja, ja gut, Monaco ist Monaco und wenn es da nicht läuft, funktioniert es nicht. Spanien weiß ich nicht, was Sache ist. Mal gucken, was in Baku jetzt rauskommt. Hamilton von 4. Der Pol Ricciardo auf 5 nur am Ende zurückgefallen. Stroll auch DNF. Ich habe nur 2. Da gebe ich nur 2 Boxen, glaube ich, hatte mindestens 3 oder 4. Aber okay. Ja, passiert. Egal. Egal. Geht's halt so. So ist auch die Zweispielerkarriere. Wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert's nicht. Das war Pech heute. Das muss unglaublich enttäuschend sein. Ja, aber sowas von. Heute nicht das sauberste Rennen, oder? Wie glauben Sie, hat das Wetter die heutigen Ergebnisse beeinflusst? Na dann. So. Heute war kein guter Tag für Ihren Teamkollegen. Was ist da wohl schiefgelaufen? Er hat zu viel riskiert, musst du dafür bezahlen. Die Antwort kriegst du. Ja, das hat halt funktioniert. So ist es halt. Mit wem redest du? Ich habe Interviews gehabt. Ach so. Straffrei, fast alle Sechs. Stellst du Runde und die noch irgendwas einplatzieren, hast du, glaube ich, gewonnen. 4-1 führst du mittlerweile in der. In der Dings. Im direkten Vergleich. Das war das erste Mal auch im Rennen, dass du mich geschlagen hast. Normalerweise hast du die Probleme gehabt. Ich hatte es eigentlich durchweg das ganze Wochenende. Und das nächste Rennen ist in Baku.